Das Wichtigste, was du verstehen musst, wenn du in 2021 und fortfolgend als Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister bestehen willst, dass du halt zwei Dinge wirklich drauf hast. Ja? Die erste Sache, die sollte jedem mittlerweile klar sein, das predigen wir seit Jahren. Ja, du musst in der Lage sein, zuallererst einmal Sales und Marketing zu meistern. Ja? Denn wenn du es nicht verkauft bekommst, erst einmal, dann nützt es niemandem was. Ja, darüber reden wir die ganze Zeit auf diesem Kanal. Wir geben die ganze Zeit Tipps, wie du dich besser vermarktest, welche Fehler du vermeiden solltest, was Denkfehler sind, die viele machen, wie man über ein Business nachdenken muss und dergleichen. Und wir predigen das auch sehr, sehr stark bei uns in den Trainings. Ja, wir sind ja Experten für die Selbstvermarktung von Expertendienstleistungen wiederum. Und das umfasst, wie gesagt, Coaching, Beratung, Training, aber auch Offline-Dienstleistungen, die erklärungsbedürftig sind oder die hochpreisig verkauft werden, weil es halt richtige Expertendienstleistungen sind. Und das ist die eine Sache. Ja. Verkaufen und Marketing ist die eine Sache. Und es ist 80% des unternehmerischen Handwerkes am Anfang, sich nur darum zu kümmern. Weil das ist das, was ein Business überhaupt erst vom Boden abheben lässt. Ja. Das für Cashflow sorgt. Und dann gibt es einen Punkt, wo nichts anderes mehr eines Tages zählt, weil du im Vertrieb, im Marketing so ziemlich 80-20 alles ausgereizt hast und jetzt noch mehr sich darum zu kümmern, nicht mehr so viel bringt, ja, wo es nur noch um die eine Sache geht, nämlich das Ganze immer noch runder und noch besser zu machen, was die Ergebnisse der Kunden oder die Zufriedenheit mit dem Produkt am Ende des Tages ausmacht.